Ne? So, da sind wir wieder zurück hier. Die Überraschungspyropille-Männer. Ja, tja, da guckt ihr doof, ne? Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Aber da kann auch nicht, kein Fisch, kein Fleisch. Nee. Aber ist das vegan? Kein UFO. Ja. Ne? Kein Vogel. Ja. Superman. Ja. Es ist grün. Es ist schnell. Was ist das? Angeberman. Oh, nee. Was? Nee. Ja, Angeberman. Ich bin nur Erklärbär. Erklärbär? Ja. Hier vom Mystery Science Theater hier. Ach, das, ja, ja, genau. Alter, das war geil. Ist das ein Flugzeug? Ist das ein Vogel? Nein, es ist Angeberman. Ja, geil, ey. Ja, da haben wir hier mal was ganz Außergewöhnliches. Ja, mal so eine Zwischengröße. Ja. Zwischen Bürokrickern. Oh, guck mal, wir haben zufällig welche da liegen. Oh, guck mal, hier, die liegen ja hier noch, ey. Ach, guck mal. Wir haben noch mal vorbereitet, ja, ey. So wie eine Hypothek hier, ey. Ja. Ja. Ne? Knopfhoff-Show, ey. Ja, ich sag dir das, ey, Knopfhoff. Ja. Ja. Geil, ey. Ja, dann erzähl doch mal was dazu hier. Da. Ja, das sind die Kellerpetarden, ne? Ja, Petarden. Zwischen Größe, zwischen A. Ne, A ist größer, ne, sieht man. Und der Pyrotrecker ist kleiner als die, ja, Petarde. Ne, gibt's gar nicht so häufig, aber ne, wir haben die natürlich, ne? Ja, also, ja, wir haben alles hier. Wir haben alles hier, ne? Schön noch hier. Mit Chicks und Bitches und Asses und... Ass to Mouth, ne? Ass to Mouth. Kellerpetarde. Ja, Keller, ne, FKW, Bochum. Da sieht man's. Und von, was hatten wir gerade gesagt? WG Agencies. WG Agencies, genau. Ja. Ja. Hör doch zu schluttern, ey. Du, ja, ich muss mal wieder meinen Schnäpschen trinken, ey. Ja, ich bin schon wieder trocken, ey. Ein Schluck Old Spice aus der Pille. Ja, ja. Ja. Polytoxikomane hier. Ja, sollen wir mal aufmachen, die Dinger? Ja, meinst du? Traust du dich? Nee, ich trau mich gar nicht. Alter. Jetzt hast du schon aufgerissen, abgerissen. Jetzt macht schon entwertet, ey. Ja, nichts mehr wert. Zack. Entwertet, ey. Oh, graue Lunte, Alter. Ui, ui, ui. Leck mich das ist ja noch geiler. Oh, mal, jetzt werd ich aber sentimental hier. Fang ich nicht an zu heulen, nee, hier. Hier, dünner grüner Rund. Kellerpetarde. Pyropetarde. Schick, 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 schick. Ja. Ja, und? Sind die fest? Ah, ja, die Mitte sind ein bisschen weich. Nee, Naja. Ja, sind jetzt nicht wabbelig, gut, aber sind jetzt auch nicht steinhart. Ja, sind halt einfach nur ein bisschen größer und mal was ganz anderes so. Die sind nicht ab 16, die sind ab 17. Genau. Ne? Ja, aber dann machen wir doch mal einfach mal hier ein. Ja, sehr. Oh, Lute, ey, da hab ich ja gar nicht mitgerechnet jetzt. Ja, aber unverhofft kommt oft. Sag dir das. Ja, wenn du dich drauf vorbereitest, dann immer am besten. Aber Reinhold hat Feuerzeug wieder im Arsch gemacht. Ach, ja, klar. Von wann sind denn die? Ende der 90er, Ende 80, siehst du? Ja, ja, also, ja. Ja, sind halt, ist kein A-Böller, was willst du sagen? Sie sind aber lauter als Pyros. Hat eine graue Lunte, das ist ja schon mal... Und noch mit grauer Lunte. Das ist ja mal schön. Und noch mit grauer Lunte. Ja. Und mit grauer Lunte. Ja, ja. Gezuckt, ja. Ja, da habe ich doch einmal kurz gezuckt, muss ich ja sagen. Doch, ist okay. Ja, ja, ne? Aber was machen wir den jetzt? Ach, weißt du was, ey? Weißt du, was wir früher mal gemacht haben? Ja. Am Neujahrstag? Ja, sehr. Resteböller sammeln. Rausgegangen, Böller sammeln. Ja, klar, immer, Standard. 1. Januar bist wach geworden, was hast du erstmal geguckt? Was ist für ein Wetter draußen? Ja, genau. Wenn gepisst hat, ey, voll scheiße. Aber meistens, ne? Ja, meistens. Das hat gepisst, echt zu 90% hat es gepisst, ja, aber hat uns manchmal nicht. Nicht davon abgehalten, ja, scheißegal. Dann immer rumgelaufen überall. Ja, sehr. Ja. Schön, lieb. Schön auf der Heizung gelegt zum Trocknen. Kein Scheiß. Alter, aber wenn es trocken war, das war richtig geil, Alter. Ja, und wenn die Lunte abgebrannt ist, was haben wir dann gemacht? Ja, was haben wir da dann kann gemacht? Man immer noch was, ja, Schönes machen. Jetzt kommt hier wirklich... das ist jetzt hier Insider-Wissen, oder hier ist, so Oldschool-Wissen. Das kannst du mit den Neuen ja gar nicht machen. Ach, was? Das ist Altenwissen. Das wissen nur die, die es wirklich... Genau, die kannst du richtig so schön durchbrennen, erbrechen. Erbrechen kannst du nie. Und was macht man dann? Ja, ein Sprüher immer. Da kannst du mit der Cobra 6 kannst du das nie machen. Ne? Ne? Ich bin früher als Alter Schwede, ey, ja. Müssen wir mal probieren, ey. Aber mit Lunte dann, ne? Ja, sieh. Wollen wir anziehen? Mal, ja, sieh, aber verbrennen die nicht, weißt du ja. Ich habe damals oft die Flossen verbrannt. Hui. Ne? Ja. Ja, immer. Ne? Das ist doch mal geil. Das ist doch mal richtig geil. Vor allem, wenn die nass waren, so, das ist ja dann trotzdem egal gewesen, weil innen drin war ja meistens noch, ne, so die Feuchtigkeit, ja, ist auch nicht wenn so die, schnell. Richtig, auch wenn die nass waren, konntest du die trotzdem noch ziemlich gut anzünden. Also das war schon richtig geil. Ja, alles weg. Und den auch noch? Ja, ne, also das können nur alte Hasen. Ja, das können nur wirklich wir vom
ne, die wirklich noch auf. Vor allen Dingen, welche, ich weiß nicht, wer das heute noch macht, da noch rum. Obwohl, gibt bestimmt auch noch welche, die das auch machen. Ja. Aber was willst du mit den Dingern? Ja, das ist heute so zur Massenware geworden. Das, ja, das ist. Den kriegst du auch nicht mehr durch. Wie willst du diese durchwandigen Böller brechen, Alter? Ja, die verbiegen ja nur. Ja, eben. Dann hast du erstmal die ganzen Rotztonen in den Pfoten, ey. Ja. Cool war da drin ist. Ja, da muss man sich mal überlegen, wie viel da drin jetzt ist, ne? Komplett, der ist. Also wir gerade. Oh, da kommt jemand. Ja? Ja. Macht doch nichts. Ja, hier schön lecker. So, ich komme. Ja, ich komme auch. Aber wie? Bis dann. Aber mehrfach. Jo. Ne? Tschüss.